Diese Veranstaltung heute ist ja der erste Teil einer Veranstaltungsreihe unter dem Titel Das faschistische Jahrhundert. Und ich würde jetzt nochmal die Screen kurz aufmachen, um euch noch die anderen Veranstaltungen vorzustellen, die kommen. Kleinen Moment. Hier, zack und share. Ja, ich hoffe, man kann das sehen und ich hoffe, ich kann jetzt auch manövrieren darauf. Ja, kann ich. Das faschistische Jahrhundert beginnt heute mit vernetzter Faschismus. Darüber reden wir gleich. Unsere Referentinnen und Referenten sind schon alle da, was mich sehr freut. Herzlich willkommen auch euch insbesondere. Die nächste Veranstaltung wird am 3. Dezember ebenfalls digital stattfinden. Wieder den Strich, da geht es um linke Geschichtsschreibung, den rechten Kulturkampf im Kontext mit Geschichtsschreibung und was man, wir als Linke in dieser Situation tun können, um dem etwas entgegenzusetzen. Eine andere Geschichtsschreibung. Anke Hofstadt, Patrice Boutros, Fabian Virchow werden darüber mit uns diskutieren. Moderiert wird das von meiner geschätzten Kollegin Annika Taschke. Die nächste Veranstaltung am Mittwoch, 16.12., ebenfalls 1930 und ebenfalls komplett digital, geht um das Phänomen der Incels, der unfreiwillig zölibatär lebenden Männer, die sich benachteiligt fühlen und aus Frauenhass zu rechten Terroristen werden. Veronika Kracher, unsere Referentin, hat dazu im Ventilverlag ein neues Buch vorgelegt und wird es im Gespräch mit der geschätzten Kollegin Juliane Lang am 16.12. vorstellen. Und zu guter Letzt, am 13.01., also schon im nächsten Jahr und trotzdem immer noch digital, weil man weiß ja nie, die konformistischen Rebellen zum autoritären Charakter und seiner Aktualität in unserer Zeit mit den beiden Mitherausgebern und Mitautoren Karin Stögner und Andrea Stahl, moderiert wieder von meiner Kollegin Annika Taschke. Ich freue mich auf einen spannenden Abend mit unseren Autorinnen, Buchautoren und Autorinnen und mit Natascha als Moderatorin. Schön, dass du das übernommen hast und ich würde dir jetzt direkt einfach das Wort übergeben und wünsche uns einen erkenntnisreichen, spannenden Abend. Schön, dass ihr da seid. Ja, dann auch schönen guten Abend von meiner Seite aus Wien. Ich habe gesehen, wir haben Zuschauerinnen aus ganz Deutschland und auch aus Österreich. Das freut mich natürlich sehr. Das sind die Vorteile einer solchen Veranstaltung, bei allen Nachteilen, die es auch gibt. Ja, ich freue mich sehr, euch hier begrüßen zu dürfen. Ich möchte euch gleich unsere Gäste heute vorstellen. Wir haben ja ein sehr illustres Podium heute. Es wird so ablaufen, dass ich euch jetzt eben unsere Gäste vorstelle. Wir werden nachher circa eine Stunde, ich werde sehr auf die Zeit achten, diskutieren über die zwei Bücher, nämlich, ich habe sie hier, ich habe hier was vorbereitet, das wunderbare Buch von Roger Griffin und übersetzt von Martin Hamre und dieses hier, beide sehr lohnenswert. Und es wird nachher dann eben auch noch Möglichkeiten für Fragen geben. Entweder via Video, auf jeden Fall audiomäßig. Jetzt aber mal zu unseren Gästen. Ihr seht ihn auch schon im Bild, Roger Griffin. Ich brauche ihn ja eigentlich kaum vorstellen, ich tue es trotzdem. Roger Griffin, emeritierter Professor der Brookes-Universität in Oxford, einer der profiliertesten Faschismusforscher, die es so gibt auf dieser Welt, hat sich spezialisiert eben in Faschismusforschung, jetzt eben auch im Vergleichen der Faschismusforschung und generell extremistischen politischen Phänomenen, eben Faschismus und Terrorismus mit seinem Schwerpunkt. Also 1990 hat er seinen Doktor gemacht in Oxford mit eben dieser einer neuen Faschismusdefinition
dir, genau, und so, Entschuldigung, muss ein bisschen weiter scrollen. Das wurde publiziert dann als The Nature of Fascism, was eines der Pionierwerke ist, zusammen mit Seth Sternhess, Stanley Payne, George Moss, und ist einer der einflussreichsten, also wirklich, man kann es gar nicht überbetonen, Faschismusforscher, die es gibt auf dieser Welt. Und sein neuestes Werk, ich habe es euch gerade gezeigt, wurde von Martin Hamre auf Deutsch übersetzt. Martin Hamre, wir sehen ihn hier auch, studiert Geschichte und Philosophie in Berlin, Bergen, Wien und London und promoviert aktuell am Graduiertenkolleg Global Intellectual History an der Freien Universität Berlin mit einer Arbeit über faschistischen Internationalismus in der Zwischenkriegszeit. Außerdem ist er wie Roger Mitglied der COMFAS. Nebenberuflich ist er als Übersetzer aus dem Norwegischen und dem Englischen tätig und fungiert heute hier ausnahmsweise auch als Dolmetscher für Roger Griffin. Dann haben wir Mike Fielitz, ihr seht ihn auch schon hier im Bild, geboren 1987, ist Konfliktforscher mit Schwerpunkt Rechtsextremismus. Am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena forscht er zu rechtem Online-Aktivismus und eben auch den Möglichkeiten seiner Eindämmung. Außerdem arbeitet er für das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg und ist assoziiert mit dem Center for Analysis of the Radical Right. Dann haben wir noch den Holger Marx. Geboren 1981, ist Sozialwissenschaftler mit Schwerpunkt Radikalisierung. Schon während des Studiums arbeitete er als freier Journalist und Übersetzer. Seit 2013 forschte er in wissenschaftlichen Projekten, zunächst an der Goethe-Universität Frankfurt, zu Dynamiken des transnationalen Terrorismus und 2018 am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg zu rechtsextremer und islamistischer Online-Propaganda. Also ein Podium voller Expertise. Es freut mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ich möchte mich auch bedanken bei denen, die dieses Podium möglich gemacht haben. Das ist das Münzenberg-Forum und die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Danke, Fritz, wir haben dich vorhin schon gehört. Und auch danke an Matze. Ihr beiden helft uns ja auch mit den technischen Sachen im Hintergrund. Vielen herzlichen Dank. Gut, dann fangen wir an und meine erste Frage geht gleich an Roger. Ich stelle sie auf Englisch und übersetze sie auch auf Deutsch, gleich zu seinem neuesten Buch. Roger, can you tell us something about your new book, Faschismus, eine Einführung in die vergleichende Faschismusforschung, Fascism, an Introduction to Comparative Fascist Studies? What did you aim to achieve by stressing a comparative view on fascist studies? Also was will Roger erreichen, indem er eben eine vergleichende Sicht auf Faschismus und Faschismusforschung propagiert? Well, good evening. And first of all, I'd like to thank the Rosa Luxemburg Stiftung and everybody connected with this evening for inviting me. I have decided to write my answer because that way I do not wander off into long, unintelligible sentences. So I'm going to read out my answer, and I will break what I'm reading at strategic points to let Martin read out the German. So here we go. There are four main points which I wanted to clarify in this book. Martin? Yes, also erstmal möchte sich Roger bedanken für die Einladung von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich bedanke mich auch nochmal natürlich auf diesem Wege. Und bevor er in lange Sätze abtaucht, mit denen man immer seine Schwierigkeiten hat, das weiß ich aus erster Hand, haben wir uns dazu entschieden, dass wir dieses hier, er wird immer etwas berichten und ich übersetze es dann ziemlich direkt. Und zwar direkt, es gibt vier Hauptpunkte, die Roger mit diesem Buch klarstellen möchte. First, I wanted to address the problem still caused by the enormous confusion about what the term means outside academia and the way it has been casually misused or deliberately manipulated by both liberal humanists and militant Marxists
for their own polemical ends. So a major purpose of this book was to offer readers, whether researchers or the interested general public, the empirically based, internally consistent definition of it that has now become standard within fascist studies all over Europe, North and South America, and the Anglophone world, because of its proven value to comparative analysis of fascist and extremist phenomena. Jetzt geht's los. Erstens wollte ich das Problem ansprechen, das immer noch dadurch hervorgerufen wird, dass außerhalb der akademischen Welt eine enorme Verwirrung bezüglich der Verwendung des Begriffs Faschismus besteht. Problematisch ist auch die Art und Weise, wie der Begriff sowohl von liberalen Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen, aber auch von militanten MarxistInnen für ihre eigenen polemischen Zwecke beiläufig zweckentfremdet oder absichtlich manipuliert wurde. Ein Hauptzweck dieses Buches war es also, den Lesenden, ob Forschende oder die interessierte Öffentlichkeit, eine empirisch fundierte, in sich schlüssige Definition des Begriffs anzubieten, die inzwischen in der Faschismusforschung in ganz Europa, Nord- und Südamerika und der anglophonen Welt aufgrund ihres erwiesenen Wertes für die vergleichende Analyse faschistischer und extremistischer Phänomene zum Standard geworden ist. Second, I wanted to provide a brief history of the many uses of the term fascism itself and explain how in the last 30 years this broadly accepted working definition has emerged and become the basis of a highly productive subdiscipline of historical and political studies. At the heart of this definition lies the premise, which is still contested by most Marxists, that in its own terms, fascism is a revolutionary form of ultranationalism, which seeks total rebirth, or what I call palingenesis, from what it seems as the decadent state of present society in which the existence of the real people, it's a mythical concept, the real people, is threatened. At the same time, it was important to explain how fascism is related to, but distinct from, politicized religions, such as Islamism or militant Buddhism, and other forms of the right, such as conservative dictatorship and radical right-wing populism. Zweitens wollte ich eine kurze Geschichte der vielen Verwendungen des Begriffes Faschismus selbst liefern und erklären, wie in den letzten 30 Jahren diese allgemein akzeptierte Arbeitsdefinition, die eben Roger damals mitbegründet hat, entstanden ist und zur Grundlage einer äußerst produktiven Subdisziplin der Geschichts- und Politikwissenschaften wurde. Im Zentrum dieser Definition steht die von den meisten MarxistInnen immer noch bestrittene Prämisse, dass der Faschismus seinen eigenen Worten nach eine revolutionäre Form des Ultranationalismus ist, der die totale Wiedergeburt oder Palingenese aus dem anstrebt, was er als den dekadenten Zustand der gegenwärtigen Gesellschaft ansieht, in dem die Existenz der wahren oder realen Menschen als mythische Figur bedroht ist. Gleichzeitig war es wichtig zu erklären, wie der Faschismus mit politisierten Religionen wie dem Islamismus oder dem militanten Buddhismus und anderen Formen der Rechten wie der konservativen Diktatur und dem radikalen Rechtspopulismus verwandt ist, sich aber auch von ihnen unterscheidet. Third, I wanted to help heal a rift in the human sciences in investigating extremism. Traditionally, historians have tended to study fascism within the context of totalitarian regimes and the interwar crisis of the West, while political scientists have focused on neo-fascism as part of the rise of the post-war contemporary far-right and racism. With this book, I wanted to highlight the ideological continuity in the phenomenon of fascism, despite the profound differences in organization, tactics and methods of communication between its interwar and post-war manifestations. These include developments that I have described as grupuscularization, internationalization, metapoliticization, virtualization, and the terrorist turn, because all due to the loss of political space for revolutionary nationalism as it was
before 1945. Drittens wollte ich dazu beitragen, eine Spaltung innerhalb der Geistes- und Sozialwissenschaften bei der Erforschung des Extremismus zu überwinden. Traditionell tendierten HistorikerInnen dazu, den Faschismus im Kontext totalitärer Regime und der Krise des Westens in der Zwischenkriegszeit zu untersuchen. Während PolitikwissenschaftlerInnen den Neofaschismus als Teil des Aufstiegs der zeitgenössischen extremen Rechten und des Rassismus der Nachkriegszeit verstehen. Mit diesem Buch wollte ich diese disziplinäre Kluft überbrücken, indem ich die Kontinuität des ideologischen Kerns vom Faschismus der Zwischenkriegszeit zu dem der Zeit nach 1945 betone, trotz der tiefgreifenden Unterschiede in Methoden der Organisation, Taktik und Kommunikation. Dazu gehören für den Neofaschismus die Zersplitterung in Kleingruppen, die Internationalisierung, die Metapolitisierung, die Digitalisierung sowie die terroristische Wende aufgrund des Verlustes des politischen Raums für den revolutionären Nationalismus seit 1945. Fourth, I wanted to show how the comparative perspective I present in this book is particularly important for understanding the complex right-wing political spectrum in modern democracies and pseudo-democracies, in events relating to race and identity in current affairs all over the Western world. Since the rise of right-wing populist parties such as France's Front National, or now Rassemblement National, Spain's Vox and Germany's AfD, and especially since the appearance of illiberal democratic leaders such as Putin, Orban and Trump, there has been much talk in the media, social media, and much publicized journalistic books about the return or rise of fascism. Viertens halte ich den vergleichenden Aspekt dieses Buches für besonders wichtig für das Verständnis des politischen Spektrums in modernen Demokratien und Pseudodemokratien sowie für Ereignisse in der gesamten westlichen Welt, die im Zusammenhang mit Ethnien bzw. Rassen in Anführungsstrichen und Identität stehen. Seit dem Aufstieg rechtspopulistischer Parteien wie dem Front National oder heute Rassemblement National, dem spanischen Vox oder der deutschen AfD und insbesondere seit dem Auftreten illiberaler demokratischer Führungsfiguren wie Putin, Orban und Trump wird in den herkömmlichen Medien, in den sozialen Medien und in vielen publizierten journalistischen Büchern häufig von der Rückkehr oder dem Aufstieg des Faschismus gesprochen. Fascism, my book, Fascismus, offers a corrective to this by clarifying the blurred demarcations too often made between radical right and extreme right populism, both anti-state and state, and fascism. In particular, it highlights the dangers posed to democracy by fascists who euphemize their revolutionary ideology of discrimination and hatred with claims of the human right to an identity, to the right to maintain cultural difference from others, and to the need to resist globalization, multiculturalization, and cultural Marxism. Dieses Buch Faschismus bietet ein Korrektiv dazu, indem es die allzu oft verwischten Abgrenzungen zwischen rechtsradikalem und rechtsextremem Populismus, antistaatlich wie auch prostaatlich, und dem Faschismus verdeutlicht. Insbesondere werden die Gefahren für die Demokratien durch Faschisten hervorgehoben, die euphemistisch ihre revolutionäre Ideologie der Diskriminierung und des Hasses mit Bezügen auf Menschenrechte und Identität legitimieren, sowie durch ihr Recht, kulturelle Unterschiede zu anderen zu bewahren und die Notwendigkeit, sich der Globalisierung, dem Multikulturalismus und dem kulturellen Marxismus zu widersetzen. Fascismus also hopes to help readers realize that the main danger to democracy and human rights in Europe and in the US today comes not from democracy's fascistization, but it's from its creeping illiberalization. It warns of the danger that a genuinely humanistic liberal democracy based on universal human rights is gradually supplanted by an ethnocratic populist democracy, which others entire categories of humanity, both within the country and outside it. Trump was no fascist, but he was applauded by fascists in the US and waged a 4-year attack on the liberalism of
American democracy, which continues even after he has lost the presidency. Schließlich hilft Faschismus den Leserinnen und Lesern dabei zu erkennen, dass die Hauptgefahr für die Demokratie und die Menschenrechte in Europa und den USA heute nicht vom Faschismus oder der Faschisierung ausgeht, sondern von der schleichenden Illiberalisierung der Demokratie. Das Buch warnt vor der Ablösung einer liberalen Demokratie auf der Grundlage der universellen Menschenrechte durch eine ethnokratische, populistische Demokratie, die durch Othering, also Fremdmachung vielleicht auf Deutsch, ganze Gruppierungen von Menschen sowohl innerhalb auch, als auch außerhalb des Landes ausgrenzt. Trump war kein Faschist, aber Faschisten in den USA applaudierten ihm, während er einen 4-jährigen Angriff auf den Liberalismus der amerikanischen Demokratie durchführte. Und das wird er wohl auch in der nächsten Zeit fortführen, diesen Angriff. Finally, Faschismus hopes to help students, humanitarian professionals and counter-extremism experts to have a clearer understanding of the historical background to the contemporary challenges to our society by the non-religious extreme right. Schlussendlich möchte Faschismus Studierenden, Beschäftigten innerhalb der Humanities und Expertinnen und Experten für die Bekämpfung des Extremismus zu einem klaren Verständnis des historischen Hintergrundes der gegenwärtigen Herausforderungen verhelfen, denen unsere Gesellschaft durch die nicht-religiöse extreme Rechte ausgesetzt ist. Thank you very much, Martin. You're welcome. Vielen Dank auch für die direkte Übersetzung. Und Martin, meine nächste Frage geht auch an dich. Du hast das Buch übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche. Welche Herausforderungen gibt es denn, wenn man so ein Buch übersetzt? Und gleich anschließend die Frage, inwieweit ist dieses Buch denn relevant für den deutschsprachigen Raum? Ja, danke für die Frage. Ja, die sprachlichen Herausforderungen konnten wir jetzt ja auch schon teilweise hören. Da geht es schon darum, dass ja natürlich Englisch ganz anders strukturiert ist und aufgebaut ist. Und eine besondere Herausforderung war tatsächlich auch, Rogers teils dann doch ironischen Schreibstil angemessen ins Deutsche zu übersetzen. Aber zu den eher ernsteren Themen, also man muss natürlich darauf achten, wenn man Begriffe verwendet, also es steht gerade im deutschen Kontext immer eine große Begriffsgeschichte dahinter. Also das geht schon los mit dem Begriff des Nationalsozialismus, ein Eigenbegriff der Nazis. Im Englischen benutzt man Nazism und National Socialism nahezu gleichwertig. Im Deutschen gibt es dann doch immer wieder Unterschiede, ob man jetzt von Nazismus oder Neonazismus spricht. Und ein Beispiel für auch kontaminierte Begriffe, wenn man das so nennen will, hatten wir auch schon gerade, der Begriff Race, den Roger verwendet hat, der in der englischsprachigen Forschung und auch im Englischen allgemein immer noch verwendet wird. Das beste Beispiel war jetzt auch im Sommer, als George Floyd umgebracht wurde in den USA und man von den Racial Riots oder Racial Unrest sprach. Im deutschen Kontext wiederum hat der Begriff Rasse eigentlich lange ausgedient, vor allem nicht als wissenschaftlicher Begriff, eben weil er von den Nazis so pervertiert wurde und man heute eben weiß, dass es keine Menschenrassen gibt. Wissenschaftlich ist das nicht haltbar. Und ganz aktuell wird ja auch versucht, diesen Begriff, den endlich aus dem Grundgesetz, aus Artikel 3 zu streichen. Da gibt es jetzt, glaube ich, einen Antrag im Bundesrat dazu. Also eben, bei solchen Begriffen muss man auf jeden Fall aufpassen, bei solchen heiklen Themen. Und zu deiner zweiten Frage, warum ist dieses Buch für Deutschland oder für deutschsprachigen Raum im Allgemeinen relevant? Da würde ich zum einen sagen, dass das mit ein Teil dazu spielt, diese internationale vergleichende Faschismusforschung, die auch in den letzten Jahren sehr viel auf transnationale und globale Ansätze gebaut hat, das zusammenzuführen mit der doch sehr auf Deutschland bezogenen NS-Forschung. Gerade im deutschen Kontext, wenn man von Faschismus spricht, denkt man natürlich sofort an das Dritte Reich. Und da sind aber eigentlich auch die Grenzen. Also man guckt sich seltener Bewegungen darüber hinaus an. Zum Beispiel in meiner eigenen Forschung die norwegische faschistische Partei, die ja auch einen ähnlichen ideologischen Ansatz hat. Das würde man in Deutschland dann gar nicht mit solchen Begriffen verwenden. Und vor allem bietet Rogers Ansatz aber eben auch der deutschsprachigen Forschung die Möglichkeit, was er auch selber jetzt gerade schon gesagt hat, in die Gegenwart zu gucken und sich gegenwärtige Phänomene anzugucken. Als heuristisches Mittel, wozu ja auch unser Titel der heutigen Veranstaltung passt, also vernetzter Faschismus. Zum Beispiel
aktuelle Entwicklung in der Bundesrepublik, die wir auch im Buch aufgreifen, mit den Anschlägen in Hanau von einem Terroristen, der auch durch eine faschistische Ideologie beeinflusst war, oder der NSU natürlich, da passt auch diese faschistische Definition von Roger sehr gut, oder die neue Rechte rund um Götz Kubitscheks Institut für Staatspolitik bis hin zur AfD. Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema, und das haben wir in dem Buch auch durch ein Nachwort aufgegriffen von Fabian Virchow, und wie ich jetzt gerade gesehen habe, ist er ja dann auch bei der nächsten Veranstaltung dieser Reihe dabei. Und in diesem Nachwort geht er eben auch der Frage nach, inwiefern die AfD als faschistisch zu bezeichnen ist. Da habe ich auch noch ein Beispiel, Andreas Kemper, ein Soziologe, also ein Beispiel für, wie wir als Wissenschaftler-Community auch Einfluss haben können auf die gegenwärtige Politik. Andreas Kemper, der hat tatsächlich Roger Griffins Definition angewendet auf Björn Höcke und akribisch rausgearbeitet, inwiefern Höcke tatsächlich als Faschist gilt oder definiert werden kann. Und der Verfassungsschutz hat sich damit schließlich angeschlossen und deswegen ja auch den Flügel, diesen Teil rund um Höcke, unter Beobachtung gestellt, woraufhin sich der Flügel offiziell ja aufgelöst hat. Kemper ist auch in unserem Buch mit einem Geleitwort dabei, wo er das auch nochmal so ein bisschen umreißt. Und das zeigt eben, wie so ein heuristisch klar definierter Begriff irgendwie auch helfen kann, tatsächlich um gegenwärtige Phänomene zu untersuchen. Nicht zuletzt gilt es ja auch für Griffins oder Rogers Fokus auf Mythen des nationalen Niedergangs und die eine revolutionäre Neugeburt der Nation legitimieren, also ein grundfaschistisches Narrativ. Das hilft natürlich auch bei der Einordnung von rechten Gedankengut und sozialen Medien. Und da sind wir natürlich bei Mike und Holgers Werk Digitaler Faschismus, die genau das ja hervorragend in ihrem Buch zeigen. Vielen Dank. Ja. Das ist eine gute Überleitung zu Holger und Mike in ihrem eben erst erschienenen Buch Digitaler Faschismus. Die sozialen Medien als Motor des Rechtsextremismus gehen sie eben genau dieser Frage nach. Und ich frage jetzt die beiden, die von euch untersuchten Phänomene zeichnen sich ja eigentlich durch Entgrenzung aus. Das heißt, wir haben hier keine klar umrissenen Fragezeichen. Phänomene, sie sind nicht eben Gruppen, die man benennen kann, und sie wabern ohne streng hierarchische Strukturen durch das Internet. Ist das denn so? Und sind nun alle, die sich daran beteiligen, Faschistinnen? Wo beginnt und wo endet der Faschismus im digitalen Raum? Jetzt hast du natürlich die zweite Frage vor der ersten gestellt, überraschst uns. Aber warum nicht? Erstmal auch guten Abend von uns. Danke für die Einladung und für die nette Vorstellung und auch für die nette Überleitung, Martin. Und freuen uns natürlich besonders, dass wir das mit Roger diskutieren können, auch das Buch, der uns auch in den letzten Wochen und Monaten immer begleitet hat, auch mit einem sehr netten Blurb uns da auch eben unterstützt und eben auch für unsere Arbeit eine sehr zentrale Inspirationsquelle ist. Nicht nur, wenn es darum geht, Faschismus zu definieren, sondern eben auch, wie gesagt, eben solche die Definition eben gerade im postfaschistischen Zeitalter anzuwenden und auch sagen wir, ein bisschen out of the box zu denken und verschiedene Phänomene auch miteinander in Bezug zu nehmen. Und ich glaube, was wir mit dem Buch natürlich versuchen zu zeigen, ist, wie sich eben gewisse Denkmuster, die eben auch faschistische Bewegungen der Zwischenkriegszeit angetrieben haben, über soziale Medien an Fahrt gewinnen und was das für die offene Gesellschaft bedeutet. Also in unserem Buch untersuchen wir, wie das strategische Handeln rechtsextremer Akteure mit den Verbreitungsmechanismen sozialer Medien zusammenhängt und wie eben auch die Verlagerung von Politik in digitale Räume das Gesicht des Rechtsextremismus verändert. Wie du schon sagst, Natascha, ist eben eine unserer Punchlines sozusagen, dass die autoritäre Welle, die wir eben global erleben, gefolgt von unzähligen rechtsextremen Anschlägen oder eben auch Gewalttaten bis hin zu den verschiedenen Chatgruppen die eben und anderen Bewegungen, die sich aus Messengern, aus Online-Messengern oder eben aus sozialen Medien direkt heraus erleben, dass eben dieser ganze Schub, den die extreme Rechte erhalten hat, eben ohne Digitalisierung kaum so zu verstehen wäre, wenn es die eben nicht gegeben hätte, weil natürlich darüber, dass soziale Medien im Endeffekt eine
eine permanente Vernetzungsstruktur herstellen, die Menschen miteinander in Bezug setzt, ändert sich auch die Rolle von Organisationen in der Hinsicht, dass es im Endeffekt über soziale Medien nicht mehr dieser klassischen hierarchischen Stratifizierung benötigt, um gewisse Mythen des Untergangs eben zu streuen, sondern dass sich eben vielleicht eben auch viel besser verbreiten, wenn nicht unbedingt gleich offensichtlich wird, dass da eine organisierte Gruppe dahinter steckt oder eben auch, dass das eben von oben nach unten geschieht, sondern über soziale Medien entsteht natürlich der Eindruck, dass dort irgendwie eine organische Dynamik am Werken ist, die sich sehr, sehr ungezügelt verbreitet. Also wir schreiben das eben auch im Buch sehr stark daran, dass es eben nicht unbedingt nur die Sturmtruppen sind, die vielleicht heute den Faschismus repräsentieren, sondern vielleicht eben viel stärker ungebundene Schwärme, die sich eben spontan bilden, wieder zerfallen und dann eben auch temporär in anderen Kontexten neu gründen. Also als Beispiel wir nutzen verschiedene Beispiele, ich habe gar nicht so viel Zeit, so viel zu sagen, aber was ich eben beispielsweise an diesem Omagate-Beispiel gezeigt hat, dass dort oft eben nicht deutlich wird, wo gewisse Dynamiken entstehen, wie die gewisse Dynamiken an Fahrt aufnehmen und eben auch welche Akteure, welche Motivationen damit verbinden, sich gewissen Online-Dynamiken anzuschließen. Und zwar, wenn wir eben auch vom digitalen Faschismus sprechen, versuchen wir das eben aber auch nicht zu sagen, dass das ein reines Online-Phänomen ist, sondern was uns interessiert, ist eigentlich, wie sich Öffentlichkeit wandelt, wie die sozialen Medien und die digitalen Netzwerke halt neue Formen der Vergemeinschaftung herstellen und eben Menschen ganz neu in Beziehung setzen und und eben auch soziale Beziehungen sehr stark verändern untereinander, sodass es eigentlich nicht mehr diese starke Trennung zwischen Online- und Offline-Welten gibt, sondern dass wir die eben viel stärker zusammendenken müssen. Das ist ein Argument, das wir natürlich sehr stark machen, weil oft damit natürlich im Zusammenhang steht, dass das eine real ist und das andere irgendwie virtuell. Aber was eben spätestens die Anschläge gezeigt haben in den letzten Jahren, ist eben, dass das Virtuelle eben sehr schnell real ist und eben auch für viele Menschen, die eben gerade natürlich sehr viel Zeit in den verschiedenen Online-Foren verbringen, das natürlich sehr real ist, die Diskussion und Auseinandersetzung, die sie dort haben. Kurz auf unseren Faschismusbegriff zu kommen und auch das eben mit der Frage zu verbinden, ob jetzt jeder digitaler Faschist ist im Internet, der sich in solchen Dynamiken anschließt. Also wir gehen eben sehr stark von der Grundaussage von Roger aus, also das ist eben diese palingenetische, dieses palingenetische Grundmuster von Untergang und Erwachen, dass wir das eben heute viel freiflottierender durch soziale Medien verbreitet sehen und dass sich dadurch eben die Rolle von Organisationen auch nachhaltig ändert, weil viele Menschen, die beispielsweise eben Gewalt angewendet haben in den letzten Jahren, und sich eben auch in so eine Kontinuität oder in so eine Tradition faschistischer Bewegung darüber gestellt haben, dass sie die Nation halt vor dem Untergang bewahren wollen, hatten nicht unbedingt Beziehungen oder auch eine gewisse Biografie in rechtsextremen Gruppen oder rechtsextremen Netzwerken, sondern die Frage stellt sich natürlich, wie sie mit solchen Narrativen, mit solchen Überzeugungen auch in Kontakt kommen. Und das ist natürlich, was wir sehr ausführlich beschreiben, ist eben diese Unmittelbarkeit sozialer Medien, die eben natürlich gerade rechten, rechtsextremen Demagogen hilft, ihre Mythen von Untergang und Wiedererwachen halt wirklich sehr zielgenau auf ein Publikum zuzuschneiden und darüber eben auch Menschen in so eine Art Bann zu ziehen über verschiedene Manipulationsmöglichkeiten, die wir vielleicht später noch in unserer Diskussion ausführen können. Ich denke jetzt, vielleicht übergebe ich erstmal an Holger. Was bleibt mir da noch zu ergänzen? Also es ging ja um Entgrenzung. Ne? Wo fängt der Faschismus an? Wo endet er vielleicht auch?
Ich denke, die Frage, ist der oder deren Faschist, ist die Gruppe jetzt faschistisch oder die nicht, so, die war ja schon immer mühselig, also auch schon in der vordigitalen Zeit. Das ist, wir haben uns die Frage ja immer wieder gestellt, auch in Bezug auf die NSDAP, wo ist man halt schon irgendwo Faschist, wo ist man Mitläufer, wo haben wir es ja eigentlich mit gesellschaftlichen größeren Dynamiken zu tun. Das ist auf jeden Fall nicht das, was uns interessiert hat, bestimmte Akteure als faschistisch zu klassifizieren. Und genau da ist natürlich auch die Definition, die Roger geliefert hat, natürlich auch eine sehr, sehr, sehr praktikable, weil sie es ermöglicht, Faschismus tatsächlich als ein soziales Phänomen zu verstehen, wo es um konstitutive Elemente geht, die faschistische Prozesse der Faschisierung oder vielleicht sogar einer faschistischen Regimebildung ermöglichen, ohne dass jetzt die Einzelnen, die an diesem Prozess beteiligt sind, klar einer faschistischen Organisation zuordnenbar sind. Und das ist ja natürlich auch, was Faschismus eigentlich schon immer ausgezeichnet hat, aber wo wir trotzdem immer irgendwie im Begriffsgebrauch natürlich immer irgendwo Hemmungen haben, das breiter anzuwenden. Also einerseits ist den Menschen natürlich klar, dass das keine Sache ist, die vom Himmel gefallen ist in der Zwischenkriegszeit, die natürlich ganz stark auch aus der Mitte der Gesellschaft herauskam, die auch auf teilweise ganz, ganz menschlichen Impulsen und Regungen aufgebaut hat. Auf der anderen Seite versucht man das doch irgendwie historisch zu exzeptionalisieren und hält das für so einen abgeschlossenen Fall der Geschichte, der nur unter bestimmten Bedingungen möglich war. Das hat natürlich sehr viel damit auch zu tun, dass wir mit verschiedenen Begriffen des Faschismus zu tun haben in der Debatte. Im Alltagsgebrauch ist das häufig natürlich ein sehr polemischer Kampfbegriff, aber auch in der Wissenschaft ist das natürlich teilweise kontrovers umstritten. Ne? Manche sehen da eher eine Herrschaftsform drunter, andere wollen eine ganz konkrete Ideologie darunter verstanden wissen. In die ideologische Richtung geht ja auch das, was Roger macht, aber wir sehen da ein bisschen mehr drin. Wir sehen da mehr so eine Art, was er da beschreibt, in dieser Rationalität des palingenetischen Ultranationalismus. Wir sehen da eher so ein Muster der Rechtfertigung und der Selbstrechtfertigung, also was als Grundlage dient dann letztendlich für illiberale, autoritäre Politiken bis hin zu außerordentlichen Maßnahmen einschließlich der Gewalt. Das ist eigentlich nicht zu übersehen, dass genau dieses Muster dieses palingenetischen Ultranationalismus ein Stück weit das Erfolgsrezept der extremen Rechten ist, die doch in den letzten 10 Jahren, im letzten vergangenen Jahrzehnt einen deutlichen Aufstieg in vielen Teilen der Welt gemacht hat. Wir sehen da deutlich sich gleichende Narrative, die immer wieder auf eine Situation der existenziellen Bedrohung der Nation, der Kultur oder auch der Rasse rekurrieren, um damit dann ihre Systemkritik oder letztendlich sogar ihre terroristischen Taten zu rechtfertigen. Und das sehen wir einem Spektrum von den sogenannten rechtspopulistischen Parteien bis hin zu diesen terroristischen Lone Wolves, wie sie häufig genannt werden, aber die selbstverständlich nicht ohne diesen breiteren Diskurszusammenhang zu verstehen sind. Und wie sich genau diese soziale Dynamik, wie sich diese Rationalität, diese Dialektik von Untergang und Erwachen, wie sich das in so ultranationale Leidenschaften ganz praktisch übersetzt, über einen digital geführten Diskurs, das ist ja das, was wir uns anschauen wollten. Und das heißt nicht, dass Faschismus, dass das alles ist, was Faschismus ausmacht. Das ermöglicht halt, wie gesagt, eher so konstitutive Elemente von so einem Faschisierungsprozess zu verstehen, der eigentlich unseres Erachtens auch in ganz anderen Organisationsformen stattfinden kann, als wir es vom klassischen Faschismus kennen. Und das ist gerade deswegen auch heute möglich, weil die sozialen Medien selbst schon eine Organisationsform darstellen, die einfach einen bestimmten Funktionswandel in politischen Organisierungsprozessen und auch in den politischen Diskursen bewirkt haben, die ein Stück weit die Rolle der klassisch hierarchischen Partei und des Führerprinzips nicht völlig obsolet macht, aber dem natürlich ein Stück weit an Bedeutung nimmt und anderen viel dynamischeren Prozessen letztendlich viel mehr Raum gibt. Also um jetzt hier auch abzuschließen, Faschismus war nie ein klar definierbares Phänomen, wo eine faschistische Bewegung anfängt oder aufhört. Da sollte man sich hüten, das irgendwie klar festzuziehen. Das ist ja auch ein Problem der Debatten, die wir heute haben, dass man Faschismus nur da sehen will, wo,
wo alle Merkmale des klassischen Faschismus zu 100% erfüllt sind. Aber genau dieses Kernmerkmal faschistischer Dynamiken, ne, dass man wirklich sehr, sehr intensive Maßnahmen rechtfertigen kann durch Konstruktionen, durch ja fast schon in Panik orchestrierten Konstruktionen von eines Ausnahmezustands. Das ist ein sehr dominantes Muster in der rechtsextremen Politik heute. Und ja, das lässt sich nicht anders als auch als eine faschistische Dynamik bezeichnen. Die Frage ist halt, und das ist dem, was wir versucht haben nachzugehen, wie sich das konkret unter digitalen Bedingungen konstituiert, unter welchen Interaktionsbedingungen, wie das den demokratischen Diskurs verändert und auch den Rechten neue Möglichkeiten gibt, beziehungsweise die Effekte, die sie mit ihrer Politik intendieren, letztendlich auch verstärken. Vielen Dank. Dann geht meine nächste Frage gleich wieder an Roger Griffin. Wir haben jetzt von Mike und Holger sehr eindringlich gehört und auch in ihrem Buch machen sie den Punkt sehr klar, dass wir eben von auch Faschismus als Praxis in den sozialen Medien, also als Organisationsprinzip, als Praxis, als Kommunikationsform innerhalb der sozialen Medien ausgehen müssen, beziehungsweise das auch klar so benennen müssen, so wie sie es jetzt eben auch getan haben. Wie passt es zusammen? Hast du, Roger, das Gefühl, dass es einerseits diese im öffentlichen Diskurs, zumindest im deutschsprachigen Raum, Faschismus oft nur sehr behutsam eingesetzt wird, dass wir zu nachlässig vielleicht mit dem Begriff sind, sollten wir ihn öfter benutzen, oder wird er oft auch zu viel eingesetzt für Phänomene, die vielleicht gar nicht faschistisch sind, sondern rechtspopulistisch, ultrakonservativ oder was auch immer? Also ich möchte vorschlagen, dass Martin gleich seine Übersetzung meiner Antwort gibt. Es hat keinen Sinn, mich wieder in meinem dürftigen Englisch zu hören, ja. Also, if you want to read it out, Martin, my answer yes. to that question, yeah. Yes, also hier die Antwort von Roger. Mike und Holger haben der Faschismusforschung einen großen Dienst erwiesen, indem sie das Ausmaß und den Reichtum des digitalen Faschismus, des dunklen Faschismus, wie das Dark Web zum Beispiel, aufgedeckt haben. Die für diejenigen vor allem unsichtbar sind, die noch immer in diesen alten, überholten Kategorien bei der Suche nach Anzeichen für Faschismus denken. Der zeitgenössische Faschismus konnte nur unter außergewöhnlichen Umständen einer Staatskrise eine Form annehmen, die dem klassischen Faschismus der Zwischenkriegszeit ähnelt. Ein Beispiel ist etwa Griechenland nach dem Finanzcrash 2008, als die Goldene Morgenröte als eine der wenigen wirklich noch klassisch auftretenden Parteien, als offen paramilitärische Partei sogar sich gezeigt hat. Und in Ungarn als Jobbik unter Orban auf dem Höhepunkt war, bevor die Partei Moderator wurde. Dank digitaler Faschismus können wir sehen, dass es eine globale virtuelle Welt von Enthusiasten und FaschistInnen gibt, die entweder in Kleingruppen oder als einsame Wölfe, wie Herr Holger auch schon erwähnt hat, rassische und nationale Revolutionen in ihren Köpfen planen und manchmal dann auch den Rubikon überschreiten und tatsächlich Gewalttaten begehen, wie etwa der NSU in Deutschland und die Einzeltäter-Terroristen von Charleston, London, Oslo, Hanau und Christchurch. In all diesen Fällen bildete der digitale Faschismus eine virtuelle Gemeinschaft, der die Attentäter angehörten und die sie mit dem Hass oder mit der Ideologie des Hasses versorgte, die ihre mehrfachen Morde dann auch legitimierten. Wenn der Faschismus in so gewissenhafter, wissenschaftlicher Weise auf subterrane Formen des revolutionären Nationalismus ausgedehnt wird als Begriff, die bislang vernachlässigt wurden, begrüße ich, also Roger, die Ausdehnung des Begriffes. Wenn der Begriff jedoch missbräuchlich verwendet wird, möchte ich eine Machete nehmen, um ihn wieder auf die richtige Größe zurechtzuschneiden. In der Umgangssprache wird der Begriff zweckentfremdet, wenn jede Form von dogmatischem oder kontrollierendem Zwangsverhalten als faschistisch bezeichnet wird.
Er wird von linksextremen anarchistischen Gruppen wie Refuse Fascism in den USA missbräuchlich verwendet, die das Bild einer faschistischen Trump-Administration verwenden wollen, um potenziell gewalttätige Demonstrationen der extremen Linken zu mobilisieren. Der Begriff wird auch von nicht spezialisierten AkademikerInnen zweckentfremdet, die überfordert sind und Bücher schreiben, in denen sie vor dem Aufstieg des Faschismus warnen, ohne ihre Hausaufgaben darüber gemacht zu haben, was er historisch betrachtet eigentlich ist. Und der Begriff wird von professionellen JournalistInnen in den Medien und selbst ja, self-made BloggerInnen in sozialen Medien missbräuchlich verwendet, die regelmäßig den nicht-revolutionären radikalen Rechtspopulismus, wie etwa bei der AfD, die man eben nicht als Gesamtes nach Griffin als faschistisch einstufen würde, aber auch bei der Lega Nord in Italien, der BJP in Indien und ganz zu schweigen von Putin, Orban, Erdogan oder Assad, wenn sie diese mit der revolutionären Dynamik des Faschismus verwechseln. Als Folge dieser konzeptionellen Schlamperei unterscheiden Kritiker der AfD häufig nicht zwischen dem rassistischen Mainstream-Populismus und dem faschistischen Flügel, eben bei der AfD zum Beispiel der Flügel von Höcke. So ist in den linken sozialen Medien derzeit zu lesen, dass der Faschismus auf dem Vormarsch ist, während es eigentlich die Illiberalisierung der Demokratie ist, die sich auf dem Vormarsch befindet. Der Faschismus ist in der gesamten demokratischen Welt illegal und kann mit Gesetzen gegen Hass und Terrorismus bekämpft werden. Rechtsradikaler Populismus dagegen, wie etwa bei Marine Le Pen, Matteo Salvini und der AfD, ist viel schwieriger auf legalem Weg zu bekämpfen, wenn nicht klar zwischen illegalem Extremismus und legalem Radikalismus unterschieden wird, was durch den ausgiebigen Gebrauch von Euphemismen und die Verschleierung von Hass auf andere als Identitätsliebe erschwert wird. Thank you. I agree with that. Yeah. Vielen Dank. Ich gebe jetzt gleich wieder zurück an Mike und Holger. Und einerseits habe ich so ein paar quasi Gedanken bei den beiden gesehen und möchte sie eben fragen, ob sie gleich darauf antworten möchten. Und sonst möchte ich quasi als leitende Frage sonst auch mitgeben. Wir haben jetzt sehr viel auch von euch und auch von Roger gehört, wie dieser digitale Faschismus anschließt an eine generelle Faschismusdefinition, auch an sogar an den Faschismus der Zwischenkriegszeit und wo hier die Verknüpfungen sind mit eben der Faschismusforschung und mit Ansätzen, wie wir sie schon kennen. Die Frage, die ich noch zusätzlich habe, ist, quasi wo gibt es hier vielleicht auch einen genuinen neuen Ansatz? Nicht nur, dass es eben im Internet stattfindet, sondern hat sich auch etwas geändert in dem, wie Faschismus praktiziert wird und wie es auch gedacht wird und wie hier die Anknüpfungspunkte oder ob ihr das genauso seht, ob das im Netz auch so haltbar sind zwischen Illiberalisierung, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Faschismus oder ob sich das in der digitalen Sphäre gar nicht so trennen lässt, wie wir das vielleicht im Parteienspektrum sehen. Willst du zunächst mal anfangen, Holger? Will ich? Ups, Entschuldigung. liegt dir was auf der Zunge? Ich bin gerade noch so ein bisschen am Überlegen. So, das waren nämlich sehr viele Fragen in einem eigentlich. Naja, ich kann ja mal anfangen, weil wir können uns ja im Ball hin und her spielen. Funktioniert immer sehr gut. Also erstmal sind wir natürlich froh, dass uns Roger nicht so mit der Machete zerschnitten hat wie andere. Das war natürlich ein kleiner Ritterschlag, dass uns das nicht so passiert ist. Und ich glaube, wir haben natürlich so ein paar Differenzen halt. Und ich glaube, das ist aber auch produktiv, darüber zu sprechen. Und deswegen ist es auch gut, hier das zu machen. Ich glaube, was ich gerne noch reinbringen würde, was bisher so ein bisschen rausgelassen ist, ist eben, welche Bedeutung eigentlich die Leitmedien des Faschismus spielen in den verschiedenen Zeitaltern im Endeffekt. Also die neuen Medien in der Zeit ist auch, also in der Zeit, wo der Faschismus in den 20ern aufgekommen ist, waren natürlich auch neue Medien eben im Endeffekt natürlich Radio und Presse, die eine ganz andere Form der Kommunikation, eine ganz andere Form der hierarchischen oder One-to-Many-Kommunikation im Endeffekt auch mit sich brachte und wo eben natürlich auch an den
ja, zur Verfügung stehenden Medien eben auch sich die Organisationsform des Faschismus eben auch mit ausgerichtet hat. Also das ist natürlich am deutlichsten am Beispiel des Volksempfängers natürlich zu sehen, wo der Führer zu seinem Volk spricht und dann eben versucht, eben darüber sein persönliches Band herzustellen. Es gibt ja genug Bilder, die wir dann kennen, wie eben natürlich Massen vor so einem Volksempfänger sind, um einen Führer eben zu hören. Und ich glaube, was wir dann in unserem Buch deutlich machen, ist, wie so eine horizontale Form der Kommunikation und der Auseinandersetzung eben untereinander eben auch ganz neue Formen von politischer Bewusstseinsbildung, aber eben auch politischer Organisierung hervorbringt. Und soziale Medien sind ja eben sehr oft natürlich als Erweiterer oder zur Erweiterung der freien Meinungsäußerung verstanden worden, als eigentlich ein Mittel gegen autoritäre Regime, gegen autoritäre Tendenzen eben auch, sagen wir, massenzentral zu führen und eben auch vielleicht zu verführen. Und das war eben natürlich lange das Narrativ, dass eben auch natürlich viele gute oder viele wichtige Bewegungen angestoßen hat, also vom arabischen Frühling bis halt zu Hashtag-Bewegungen, wie beispielsweise MeToo, die natürlich eine ganz große Bewandtnis hat, oder eben auch Black Lives Matter, die ja auch natürlich ursprünglich von einem Hashtag eben ausgegangen sind. Das wollen wir auch gar nicht kleinreden, eben die positiven Seiten der sozialen Medien, und wir wollen auch eben nicht so leicht, sagen wir mal, einzelne soziale Medien verteufeln und dann einfach gesellschaftliche Verantwortung eben abschieben. Aber warum wir eben auch argumentieren, dass die sozialen Medien eben auch zum Motor halt des Rechtsextremismus geworden sind oder eben auch zur offenen Flanke der Demokratie, wie wir das im Buch schreiben, ist einfach, dass davon ausgegangen wird, dass wenn man viele Leute nur zusammenbringt, irgendwie auch was Positives dabei rauskommt. Und ich glaube, da ist viel Naivität dahinter, wenig Verständnis, wie viel Welten dann eben auch aufeinanderprallen, wie viele Welten clashen miteinander und wie sich eben auch natürlich die manipulativsten Akteure diese Mittel und diese unregulierten Räume aneignen, um sie eben zu nutzen für ihre politische Agenda. Und ich glaube, das ist was wir in verschiedenen Dimensionen halt ausführen, eben zeigen, wie quasi rechtsextreme Akteure und das schaffen, ihre dramatischen Erzählungen vom Untergang des Volkes einfach viel besser zu streuen, indem sie eben gewisse Storytelling-Techniken anwenden, indem sie auch über die Verbreitung von vielen Unwahrheiten, auch Unfug teilweise, eben auch so hinter so einem, ja, so einem Schleier von Unklarheiten, Unwahrheiten, dann eben auch so eine ein Verlust der Wahrnehmung im Endeffekt begünstigen, dadurch, dass sie eben sehr viele postfaktische Inhalte um sich spülen. Und eben einen Punkt, den wir dann eben auch nochmal ganz zentral machen, ist eben, wie über soziale Medien eigentlich erst eine kleine Minderheit oft daneben sich aber auch als große Volksbewegung halt inszenieren kann, indem sie halt metrische Manipulationstechniken anwenden, beispielsweise über Fake-Accounts, über einen koordinierten Online-Aktivismus. Und im Endeffekt, ja, Menschen das Bild vermitteln, den Volkswillen zu vertreten, obwohl dort eben eine sehr, sagen wir mal, aktive, ich würde schon sagen, Minderheit im Endeffekt dort eben Debatten anstoßen kann und die sich natürlich über die Interaktionsmechanismen sozialer Medien so verbreiten, dass wir, dass eine andere Version der Realität, die dort vermittelt wird, wirkmächtiger wird als und eben auch faschistische Grundmuster, die dann natürlich da transportiert werden, einfach eine viel stärkere Bewandtnis haben und auch Menschen ganz anders ansprechen, eben so, dass sie halt mit wenigen Klicks halt vom Konsumenten zum Produzenten werden, was eben nochmal zeigt, wie schwierig das ist, eigentlich zu sagen, wer hier irgendwie ein digitaler Faschist ist und wer nicht. Also das ist schon sehr mühselig und deswegen geht es uns, wie Holger eben auch gesagt hat, das eben als so eine soziale Dynamik zu verstehen, auch zu erklären und eben auch vielleicht mal ein bisschen raus zu zoomen auch mit zu diskutieren, eben wie die Gegenreaktion auch als Teil des digitalen Faschismus ihn immer weiter antreibt, indem er die Interaktion stellt. Da
aber das vielleicht auch nochmal. Holger, möchtest du noch was sagen? Soll ich noch? Lässt das Zeitkonzept das zu? Ja, also ich habe ein bisschen einen Puffer eingeplant, insofern bist du natürlich herzlich eingeladen, noch was zu sagen. Ja, auch da, wo setzt man da jetzt wieder an? Ja, ich habe es ja schon gesagt, es ist natürlich mühselig festzulegen, halt so, wer ist Faschist und wer ist nicht. Ne? Wir werden vielleicht auch unsere Meinungsverschiedenheiten haben, auch mit Roger vielleicht, welche Teile jetzt der AfD genau oder welche Politiker auf dem internationalen Parkett da als faschistisch einzuschätzen sind. Woran zumindest wir keinen Zweifel haben, ist, dass auch in dem Bereich, der so gerne als rechtspopulistisch bezeichnet wird, zumindest eine faschistische Logik adressiert wird. Ne? Also da, wo man halt in das Horn halt so des nationalen Untergangs stößt und die Nation ist so bedroht, ne, so da bereitet man dem zumindest auch den Boden und nimmt zumindest in der gegenwärtigen Konstellation auch in Kauf, dass sich das ein Stück weit verselbstständigt. Ne? Das ist und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich sagen würde, die Arbeit an dem Thema, die wir gemacht haben, so die hat mir zumindest gezeigt, also gar nicht mal so sehr, was ist jetzt neu am Rechtsextremismus, sondern vielleicht auch einfach, okay, was hat sich in unserer Gesellschaft verändert? Warum fallen jetzt bestimmte Ideen, bestimmte Konzepte, bestimmte strategische Muster in einen Raum, wo das einen bestimmten Sog entfalten kann? Und da kommen wir einfach nicht daran vorbei, festzustellen, dass wir einfach in einer bestimmten Zeitenwende leben, ne? Mit der Digitalisierung, dass sich die Wahrnehmung von Gesellschaft in der gesellschaftlichen Breite extrem verändert, dass die Kommunikationsformen sich verändern, dass sich dadurch die Propagandamöglichkeiten und auch die Manipulationsmöglichkeiten verändern und das dann natürlich ein Gamechanger darstellt, der Akteuren, die von bestimmten Regeln, die es vorher gab, eher ein bisschen zurückgehalten wurden, jetzt ein bisschen von der Kette gelassen sind. Und das spiegelt sich natürlich auch darin wider, dass natürlich jetzt die Plattformbetreiber der sozialen Medien, dass die versuchen, dem entgegenzusteuern. Also wir haben ja gesehen, was für rege Aktivitäten zum Beispiel auf Twitter stattgefunden haben, auf einmal rund um die US-Wahl, weil man jetzt natürlich unter Zugzwang steht, zu beweisen, nein, wir sind nicht die Demokratie hier, ne, mit der Demokratie hier irgendwie spielen. Also wir müssen da schon das ist ja auch eine Bestätigung dessen, ne, was wir schreiben, dass tatsächlich die Plattformbetreiber sich mittlerweile so stark unter Zugzwang sehen, vor allem jetzt noch einmal verstärkt durch die Corona-Krise, gegen bestimmte Inhalte vorzugehen, die wirklich über Jahre einfach relativ viel Narrenfreiheit genossen haben. Und der Schaden, den das an der Gesellschaft erzeugt, also die Spuren, die das hinterlässt, das ist uns, glaube ich, so ein bisschen in unserem Forschungsprozess klar geworden. Das wird in seiner Tragweite noch unterschätzt. Also auch in Hinsicht auf der verschiedenen Faktoren, die da am Wirken sind. Also wir würden es schon als entscheidendes Einfallstor dieser faschistischen Dynamiken sehen, dass wir mit den sozialen Medien jetzt eine Konstellation haben, wo bestimmte Instanzen der inhaltlichen Prüfung einfach ausgehebelt sind, die durchaus eine Rolle gespielt haben in der Demokratie der Nachkriegszeit. Die herkömmlichen Medien sind dann natürlich auch kritikabel. Das ist nicht so, dass die von Problemen frei sind. Aber die haben natürlich ein Mindestmaß an Qualitätsprüfung, an inhaltlicher Prüfung, an Faktenprüfung gewährleistet für Informationen, die tatsächlich die Masse erreicht haben. Und dass es hier auch eine presserechtliche Verschärfung gab, dass es verstärkte journalistische Normen gab, die sich in demokratischen Kontext einfügen müssen. Das sind durchaus Dinge, die aus der Erfahrung entstanden sind, dass Informationen, die Masse erreichen, durchaus potenziell immer Schaden für die Demokratie auch anrichten können. Und momentan ist das einfach ausgehebelt durch die sozialen Medien. Und es sind nicht nur Rechte, die sich daran beteiligen. Wir alle beteiligen uns ja irgendwie daran. Also wir veröffentlichen auch als Wissenschaftler viel mehr jetzt auf einmal an Informationen vorbei, an irgendwelchen Prüfinstanzen erreichen damit teilweise sogar mehr Leute als mit unseren wissenschaftlich geprüften Artikeln und so weiter. Also so wir alle arbeiten mit daran, dass sich dieses postredaktionelle Prinzip überall durchsetzt. Und das ist natürlich eine sehr gute Kondition, ne, für die faschistische Mythenbildung. Und eigentlich fängt da die Debatte meines Erachtens erst an.
Vielen, vielen Dank. Ich würde jetzt das Podium öffnen für Fragen von den ZuschauerInnen. Ihr könnt euch im Chat melden, bitte mit einem Sternchen, dann werdet ihr drangenommen. Immer wer traut sich die erste Frage stellen? Bitteschön. Achso, das war der Fritz, der euch gezeigt hat, wie ihr euch melden könnt. Nee, ich würde tatsächlich auch eine Frage stellen wollen. Ich gehöre wahrscheinlich zu denen, die Roger meint, dass sie einen unterbelichteten Faschismusbegriff haben und ihn etwas zu freizügig verwenden. Ich würde zum Beispiel sagen, dass die Hindutva, der Hindu-Nationalismus durchaus sehr starke faschistische Züge trägt und zu Mord und Totschlag führt in Indien gegenüber Muslimen und Musliminnen. Also insofern ist es ein bisschen schwierig, den Faschismusbegriff dann so zu einer exklusiven Bezeichnung zu machen. Trotzdem, es ist ja auch gesagt worden, vielleicht bringt uns das gar nicht so weit, den Faschismusbegriff so weit zu diskutieren. Was ich nochmal fragen wollte in die Runde ist, oder der Besorgnis Ausdruck verleihen möchte, ist dieser Zusammenhang zwischen den sozialen Medien, die ja, also wenn wir davon reden, dann ist das immer so ein amorpher Raum. Ich würde sagen, es gibt sehr, sehr viele Aspekte davon. Es sind ja nicht nur die einschlägigen Facebook-Twitter-Geschichten, es sind Messenger-Dienste, das ist Telegram, das sind aber auch Online-Medien, die ja inzwischen einen großen Raum einnehmen, ob das eigentümlich frei ist, politically incorrect oder auch die Webauftritte von Kompakt und so weiter. Und wenn wir auf die Straßen gucken, dann sehen wir im Zusammenhang mit den Covid-Protesten, wie ein hermetischer Informationsraum entsteht, in dem kein Platz mehr für irgendeine Art von Infragestellung dessen vorhanden ist, was behauptet wird. Und das Interessante daran ist, dass in diesen Kommunikationskanälen auch immer ganz, ganz primitiv und schlicht Hitlerbilder auftauchen. Bezüge hergestellt werden zum Nationalsozialismus, entweder um sich selbst als Opfer darzustellen, also mit diesen Ungeimpft-Buttons zum Beispiel, oder auch eben tatsächlich mit Hitlerbildern. Also diese Polizeitruppen, die da aufgeflogen sind mit ihren rechten Chats, da kursieren einfach Bilder vom Führer in Anführungszeichen. Und ich denke mir, da entsteht ein ganz gefährlicher Raum, in dem eigentlich gar keine Diskussion mehr stattfinden kann und gar kein Reality-Check mehr stattfindet. Und auf diese Weise gehen wahnsinnig viele Leute auf die Straße, weil sie denken, das ist jetzt tatsächlich die Realität, die ich da gelesen habe, online in meinen einschlägigen hermetischen Medien. Das, denke ich, ist eine Gefahr der Faschisierung. Und ich würde das gerne eigentlich fragen euch, wie ihr das seht. Bitte, Roger. I'll try and have a little go. You see, I think your question really illustrates what I'm trying to say about the problem of concepts and the use of concepts to pull things apart. I mean, what we've got there is a whole load of things going on. We've got the Hindutva party in India, which is absolutely what I call ethnocentric, ethnocratic. It believes that you can't be an Indian if you are Muslim, that only Hindus can be Indian. Now, that's very similar to the Nazi idea that you can only be German if you are an Aryan, and that therefore Jews and other groups are not really German. But the fact is that if you stick to the purity of the definition I'm trying to suggest, that is an extreme and very dangerous form of deliberalization of liberal democracy. But there has been no attempt by the BJP to actually change the constitution of India and create a new order. And that's for me, is the cutting point. I have not tried to Verharmlosen
radical right populism. I think it's even more dangerous. I'd really like the people who are listening to come away with the idea that actually we are looking at the wrong place for the dangers to democracy. Fascism is one of the dangers, and it's a real danger, but I actually see the contamination of democratic processes. I see the reluctance of Trump to leave power, and the fact that he has millions of supporters who think he's justified. I see that as a greater danger to liberal democracy than the alt-right. Now, the alt-right is very nasty, and it commits crimes, and it can commit murders. But it is, for me, far more disturbing to see a major Western liberal democracy full of like nearly half the voting population supporting somebody who has absolutely no respect for the rule of law, the separation of powers, et cetera, et cetera, et cetera. So I just think you're quite, and also the people in the street worried about COVID and full of conspiracy theories. Of course, this is part, and the blocking, it's called in English, cancelling, the cancelling of freedom of speech. This is a very disturbing contamination of liberal democracy. But it's dangerous to confuse that with fascism, because a fascist will have the same reaction to pluralism, the pluralism of opinion. He will have the same, he or she will have the same reaction to the idea of the legitimacy of a free press. But just to want to block other opinions and cancel freedom of speech without the political agenda of a new order, for me, it delegitimizes the term fascist there. So we've got to see how it's sort of verschachtelt, that it's, you need a sort of checklist. You can be many things on the checklist. Trump filled many boxes, but he missed the, for me, what I have defined in my book, and not just me, as the crucial criterion. You can be a xenophobe, you can be a misogynist, you can be an Islamophobe, you can be many things, but without a political agenda of some sort of national or racial revolution, I just think it is confusing the discussion to call it fascist. And if liberals are going to, liberal humanists and socialists are going to attack the dangers to society, we need das Kind beim Namen. Anyway, there's a phrase like that. You've got to get the right language, because if you want to make something illegal, you need lawyers who use precise terminology. So if you're going to ban hatred or hate crimes, you have to define what they're hating and why they're hating. So I would just like to say that I totally agree with your humanistic sentiment, Friedrich, but I'm saying that really your question was an example for me of confusing categories. And I'm very glad, I know you only asked it as a teaching device, that you didn't really see it like that, but I'm grateful that you're for the question. Ich hoffe nicht übersetzt zu werden, ja? Braucht nicht, okay. Ja. Gut, hoffen wir, dass es alle verstanden haben, ich glaube aber schon. Hoffentlich nicht, ja. Okay, gut. Holger oder Mike, wollt ihr da noch was dazu sagen oder passt es für euch so? Jetzt habe ich mich selbst schon gefragt. Die Frage war noch offen von Fritz. Ja. Ich glaube, Fritz hat das schon sehr gut angedeutet, was wir da in dem Buch auch recht ausführlich dann beschreiben, eben zu dieser diese hermetisch geschlossenen Räume, in denen sich dann eben, also die auch gar nicht so hermetisch geschlossen sind im Endeffekt, aber sagen wir mal gedanklich hermetisch geschlossene Räume, wo dann eben sich, ja, die Menschen natürlich eben davon aus, also einige davon ausgehen, über das Bild, was sie über soziale Medien bekommen, dass das eben das Bild ist, was da draußen passiert. Und wenn über soziale Medien ein, von Mord und Totschlag rund um die Uhr halt Nachrichten halt zugespürt werden, denken halt viele Menschen tatsächlich, dass man im Bürgerkrieg lebt. Gerade ältere Menschen, die mit einer anderen, Kritik von Medien eben umgehen, die es nicht gewohnt sind, halt solche Inhalte zu konsumieren und dann eben auch eine ganz andere Wahrnehmung damit verbunden fühlen und eben eine ganz andere Dramatik auch dieser Inhalte. Und wir sprechen in dem Buch ja auch von verschiedenen, also wir nutzen soziale Medien als Überbegriff von
jeglicher Form von User, also von Plattformen, die eben User-Generated Content halt teilen oder eben auch interaktiv zugänglich machen. Da gehören natürlich jetzt auch Messenger-Dienste stark dazu, wie Telegram, die ja eigentlich ja, wie ein One-to-Many soziales Medium funktionieren, weil eben natürlich gerade jeder mit seinem Kanal dort auch ja, sehr gut darüber entscheiden kann, welche Inhalte dort gepostet werden. Und was glaube ich, ein Punkt, würde ich jetzt noch rausgreifen, weil also, ich kann nicht nur auf die ganzen WhatsApp-Gruppen und Hitler-Bildchen, ich glaube, das gab es aber auch schon immer in gewisser Art und Weise, sie werden jetzt halt eben viel stärker sichtbar über die verschiedenen Skandale natürlich. Aber was wir besonders finden in dem Buch, ist dann eben auch, wie die gewisse Leute in dem Corona-Kontext natürlich auch, die wenig politisch sich geäußert haben bis vor wenigen Jahren, sondern eigentlich erst, also seit 2015, aber spätestens vielleicht dann eben auch in dem Corona-Kontext, jetzt ein Denken irgendwie was zu sagen zu haben und eben das eben darüber eben auch begründen, dass sie viele Leute haben, die ihnen zuhören, die auf sie reagieren, wo man eben auch denkt, dass man sehr schnell eben eine Person des öffentlichen Lebens ist und man sich eben in so eine Position begibt, wo man eben denkt, eine ganze Community halt führen zu können. Und das ist natürlich eine fatale Entwicklung, weil natürlich gerade viele Menschen, die beispielsweise eben über gewisse soziale Interessen wie Musik oder Kochkunst dann eben ganz schnell in politische Fahrwasser kommen und eben auch so eine gewisse Verbindung halt zu gewissen Instanzen verspüren und die wiederum ihre Relevanz messen, die Relevanz ihrer Position an der Followerschaft, an der Zahl ihrer Follower. Und ich glaube, das spielt dazu bei, dass eben halt sich sehr viele von diesen Entwicklungen, die Fritz eben aufgezeigt hat, wo es eben Reality-Check fehlt, sich dann auch auf die Straße übertragen, weil da eben auch so eine gewisse Dramatik verbunden ist. Dankeschön. Wir haben noch relativ viele Fragen. Wenn das für euch okay ist, würde ich sie dran nehmen und dann kann vielleicht Holger das nächste Mal antworten. Ich würde euch jetzt alle mitsamt bitten, ein bisschen kürzer zu antworten, damit wir einfach noch alle dran nehmen können. Als nächstes hat sich Emmerich Barell, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, gemeldet und bitteschön. Meine Frage ist, wie kann gesagt werden, dass illiberale rechte Akteure und Rechtspopulisten eine faschistische Revolution vereinfachen durch eine Diskursverschiebung oder durch das Sofieren dieser Faschisten, welche dann eine Revolution führen? Wow. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Aber es geht wahrscheinlich um die Unterscheidung zwischen einer faschistischen Dynamik und was ist jetzt, was ist ein ausgemachter Faschismus oder ein faschistischer Akteur. Also wenn wir davon ausgehen, dass faschistische Dynamiken eigentlich fast immer, also so zumindest kann man das in einer vergleichenden Analyse ziemlich plausibel feststellen, auf Mythen der nationalen Bedrohung basieren, mit denen sie überhaupt ihre illiberale Politik rechtfertigen, dann stehen wir natürlich vor der Frage, wie wir mit Akteuren umgehen, die vielleicht nicht unbedingt die Intention halt so in einer illiberalen Politik aussprechen, aber trotzdem durch ihre kommunikativen Praktiken das natürlich vorantreiben, indem sie zum Beispiel, und da muss man ganz klar haben, dass die Bedrohungskonstruktion, die von der extremen Rechten oder auch von faschistischen Akteuren gemacht wird, auch nicht alles ist. Also es ist dann ja häufig eine Bedrohung von außen, die ins Zentrum gestellt wird, aber das wird ja verquickt mit den Feinden im Innern, also die Teil von einer größeren Verschwörung sind und wo man halt die, wie soll man sagen, das Bedrohliche, was eigentlich eher so äußeren Feinden zugerechnet wird, auch immer häufig dann nach innen invertiert. Also wir sehen das ja auch beim Lübcke-Mord, wo dann ein Politiker dafür angegriffen wird, weil er sich flüchtlingsfreundlich geäußert hat. Und also sprich, wo man sich daran beteiligt, halt bestimmte Gefahren zu konstruieren, die dieser faschistischen Logik folgen, dann ist letztendlich
dann sind bestimmte praktische Schritte irgendwo auch nur noch ein logischer Schritt. Ne? Also ich würde das mal an dem Beispiel verdeutlichen, wenn ich jemanden davon überzeuge, dass sein Leib und Leben in Gefahr ist, weil da jemand ist, der ihn bedroht oder sogar von meinem Umfeld. Wenn ich eine Person wirklich davon überzeuge, dann kann sie nicht zur Gewalt aufrufen, dann muss ich nicht die Person davon überzeugen, dass sie jetzt irgendwie rabiat handeln muss. Wenn die Person wirklich diesen Umstand glaubt, dann kann die ihre eigenen logischen Schlüsse daraus ziehen, dass zum Beispiel diese Gefahr unschädlich zu machen ist. Und das ist natürlich dann auch die Gefahr, die sich dann widerspiegelt in dem, was dann stochastischer Terrorismus zum Beispiel genannt wird. Ne? Dass einfach Narrative fluktuieren, die immer mehr Leute glauben, dass ihre Gemeinschaft, ihre nationale Gemeinschaft, ihre Kultur, ihre Rasse oder ganz konkret die Mitglieder der Gemeinschaften in Gefahr sind und daraus dann letztendlich ihre eigenen Konsequenzen ziehen, um heldenhaft letztendlich zum Schutz der Gemeinschaft zur Tat zu schreiten. Und und generell, und da schließe ich jetzt auch, so geht damit ja auch immer irgendwie eine Delegitimierung anderer Quellen einher, die für eine eher objektivere Version der Wahrheit stehen zum Beispiel, weil man natürlich, um die eigene Narrative zu unterstützen, andere Quellen diskreditieren muss. Und damit diskreditiert man dann natürlich auch Institutionen der Demokratie. Und das führt dann natürlich nachhaltig auch zu einem Schaden, den wir zum Beispiel in den Debatten ja auch um Trump sehen, ob er jetzt einen Coup vorhat oder nicht. So, was auf jeden Fall die Folge dieser Politik ist, ist nachhaltiger Schaden für die Demokratie und dass eine Verständigung, eine demokratische Verständigung in der Form nicht mehr so möglich ist wie zuvor. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Frage. Ich habe jetzt noch zwei Fragen im Chat, wovon die eine Verständnisfrage ist an Roger oder Martin. Die Frage ist, das Buch Fascism, An Introduction to Comparative Fascist Studies, ist die deutsche Version einfach eine Übersetzung oder ob ist ein neuer Inhalt drinnen, der in der englischen Version nicht drinnen ist, abseits von dem Vorwort von Andreas Kemper und der Nachbetrachtung von Fabian Virchow. I think I should start this. I want to say that anybody who's tried to have a book translated, you are very much in the hands of the translator. Martin showed a really wonderful, intelligent engagement with the process of not just translating it, as it were, word for word, but making it eingedeutscht. He actually worked hard to find a way of reflecting my rather strange style, which is, some people would say, is typically British. There's elements of irony, there are strange metaphors, there's a little bit of madness in there, and he was very good at bringing that in. It's a style which a lot of traditional German academics would find not very acceptable, but I'm proud of that style, and he reflected it. But also, we took the opportunity, because we got to know each other with the translation, to actually make an effort not just to bring it up to date, but to make it more appropriate to the German reader. I mean, obviously, from a German perspective, the challenge to democracy posed by the AfD and by terrorism needed to be clarified. So we deliberately brought in, for example, there's an allusion to Hanau, which hadn't happened in 2018. There's two contributions to understanding the relationship between the AfD and fascism, which were not in the original at all. I also took the opportunity to make a direct reference to Mike and Holger's book, because I'd already noticed a long time ago what I call the virtualization of fascism. And I'd like to just dwell on that concept. I mean, in the interwar period, if you look at documentary films about fascism and Nazism, they were extremely, what we say in English, in your face. They were visible, they were concrete, they were occupying squares, they were occupying vast stadiums. It was all out there, but part because of the shrinking of political space, fascists cannot, and they just aren't enough of them to have impressive
marches. Yeah, I mean, Pegida is interesting because it, and I also found Die Unsterblichen in Germany really interesting because there was a sort of Aufmarsch mit Fackeln. And it was really interesting, and you get it a little bit with the Golden Dawn. Fascists would love to be in the streets making a big presence of themselves. But with the dwindling of the space, so much fascism is now online and in websites. Now, when I was writing, I was aware of websites and I was aware of communication. But what the digitale fascismus showed me was just how much I'd underestimated. I was seeing a few signs of this, but there's a whole hinterland, there's a whole world there that I had not penetrated. And so they showed how the process of virtualization of fascism had reached an extent that I had never dreamed, okay? I knew about it as one of the main sources of the radicalization of terrorists and fanatical, violent fascists. I mean, if you look at all the major terrorist attacks by the far right after McVeigh, Timothy McVeigh, who didn't have the internet, but he had to physically go around to meetings of the National Rifle Association. He had to talk to people, had to read books, he had to write letters. Even the Unabomber, who was very big in America, he had to post letters with bombs in. Now, it was very crude, but the digital world offers this whole way of perpetuating the dream of a new order without being seen in the streets and ending up in jail. So I specifically rewrote passages to bring it up to date and to register the work that digital fascismus have done. So our presence in the same event this evening is not just a publicity stunt to put people together. There's a real convergence and synergy between these books, which I would recommend to people, not because I want to sell a lot, because you don't get a lot of money for books, but I really think it's important that that my book is read appropriately in each country. It's been translated into Norwegian. It's a different situation in Norway. My little fantasy, which is megalomaniac and therefore proto-fascistic, is that my book is translated into a number of languages and that an intelligent translator works with me, and of course I can't read most languages, to not just make it up to date, but also to adapt it to the particular situation of the populist and radical right and Islamist right in that country. So it is very much a German version, not just a German translation, it's a German edition, eine deutsche Aufgabe, Auflage, what's it, whatever. I've got my German mixed up, of my original book. So I hope that encourages you. You have masochistically read my book in English. I can thoroughly recommend now that you read it in German. Dankeschön. ich habe jetzt noch einige Fragen reinbekommen und ich würde jetzt, nachdem es jetzt wirklich viele Fragen sind, würde jetzt auch langsam die Fragen schließen, damit wir alle noch beantworten können und damit es dann auch noch ein Abschlusswort unserer Teilnehmer gibt. Die nächste Frage ist, hallo in die Runde, vielen Dank für die spannenden Ausführungen. Mich würde interessieren, welche Rolle spielen euren Erkenntnissen nach Emotionen und Affekte in faschistischen Narrativen und Mobilisierungsmustern im digitalen Raum? Diese Frage geht an Mike und Holger. Soll ich? Zum Anfang? Soll ich? Wir sind ja auch nicht beide, also wir sind ja ein bisschen über der Zeit. Also, es ist natürlich zentral. Das ist natürlich das, was die Kommunikation in den sozialen Medien ermöglicht, dass natürlich Leute politisch auch viel stärker über Emotionen und Affekte angesprochen werden können. Ich denke, wir müssen uns alle auch nochmal vergegenwärtigen, was da wirklich in den letzten 10 Jahren, vielleicht auch nochmal viel stärker in den letzten 5 Jahren, passiert ist, aber auf jeden Fall in den letzten 10 Jahren, dass eigentlich durch diese Vernetzungsdichte, die in den sozialen Medien da ist, wo viele Leute erstmal aus einem primären sozialen, freundschaftlichen Interesse reingehen, zunehmend mit politischen Diskursen
verschmilzt. Ne? Und das eigentlich so dieser unpolitische Raum, den wir noch vor 10, 20 Jahren sehr gewohnt waren in gesellschaftlichen Diskursen, also wie viel Leute einen eigentlich davon geschickt haben, wenn man irgendwie was Politisches ansprechen wollte, ne? der ist ja stark zusammengeschrumpft. Also wir haben ja ein Stück weit eine sehr politisierte Gesellschaft auch durch die sozialen Medien. So kaum einer kommt mehr eigentlich da irgendwie aus, ohne sich zu positionieren. Und vor allem die extreme Rechte hat das sehr gut hinbekommen und vor allem die großen Kampagnen, ob das jetzt Trump ist oder auch Brexit ist, die auch wirklich mit sehr gezieltem Mikro-Targeting vorgegangen ist. Die haben das und auch die AfD war darin sehr erfolgreich, wirklich dieses Segment an Nichtwählern, ne, die wirklich in einem gewissen Sinne halt irgendwie als unpolitisch galten, sehr stark zu aktivieren. Das ist das, wo die AfD ihre in den vergangenen Landtagswahlen immer ihren größten Schub an Neuwählern herbekommen hat. Und das sind, ohne das jetzt verächtlich machen zu wollen, aber da kommt natürlich eine ganz neue politische Kultur in den politischen Diskurs rein, so der viel stärker halt über Emotionen und Affekte irgendwie geht. Ich habe gerade gestern nochmal ein Steve Bannon-Interview geschaut, wo er sie ein bisschen so die Linke auch verhöhnt, ne? Dass sie das nicht versteht, ne? So dass einfach ein Großteil der Bevölkerung nun in den westlichen Staaten aktiviert wurde, so was nicht in dem klassischen Sinne politisch denkt, ne? Sondern über recht einfache Emotionen und Affekte zu aktivieren ist und wo es tatsächlich auch nicht um richtig oder falsch geht, sondern wo es wirklich um Identität und um Alterität geht, also dem, wo man sich überhaupt nicht zugehörig fühlt. Ne? Also, dass auch Reaktanz eine ganz, ganz große Rolle spielt, dass auch das, was viele Menschen jetzt auf einmal irgendwie tagtäglich in den sozialen Medien begegnen, dass das auch Abstoßungseffekte bei denen erzeugt und das alles natürlich dann auch die Spirale dann nochmal stärker mit antreibt. Und darf ich dich quasi hier stoppen? Danke für die Ausführungen. Wie du richtig gesagt hast, sind wir nämlich schon so ein bisschen über der Zeit. Und wenn es für euch okay ist, würde ich die paar Fragen, die wir noch haben, euch noch stellen, damit die beantwortet sind. Und würde euch nochmal bitten, leider aufgrund der Zeit, quasi kurze Antworten zu geben, damit wir eben noch zu allen Fragen kommen. Die nächste Frage ist, was bedeutet der wissenschaftliche Diskurs rund um Faschismus für antifaschistische Aktionen auf der Straße oder im Netz? Wie kann rechtspopulistische, illiberale, rassistische und oder faschistische Ideologie praktisch am effektivsten bekämpft werden? Wie viel darf, muss vereinfacht werden? Parolen wie Nazis raus auf Demos oder auch im Netz? Fragezeichen sind natürlich vereinfacht, aber transportieren ein, wir wollen euch und eure Ideologie nicht. Wie würdet ihr hier quasi die Übersetzung eurer wissenschaftlichen Erkenntnisse für den Widerstand dagegen sehen? Can I just say, that's a really interesting question. Obviously, my idea of fascism as palingenetic ultranationalism, that will not die Massen bewegen. You know, there is a real kluft, a real gap between academic understanding of anything and a militant movement. Fascism is really useful as an emotional trigger to get people in the streets. I think the danger of populism is Entmenschlichung. It dehumanizes groups of people by stressing the idea of a genocide or schleichender Genozid or whatever. And yes, but to protest it by saying, you know, fight the demonization of others, that is a terrible slogan. And I don't know what the symbol would be for it. I wish it was possible for the word humanizing and enthumanisierung to have the same power, emotional power, but it just doesn't. I have not tried to write a book to tell people not to protest and to tell Mark, and I'm sure I will never convince a Marxist that fascism is not a phenomenon of capitalism, for example. I do think that the deeper question I would like to put to the questioner is, if you want to fight populism and fascism, are street protests necessarily the most effective way? I think there's some wonderful examples of effective ones. I think the Black Lives Matter
protest, for example, and the recent anti-Trump protests in America have been very powerful part of the ritual of politics. But I would say that a lot of work should be done a bit like digital fascism, not openly in the streets, but working against discrimination, revealing, for example, a lot of damage is being done, not by militant fascists, but by the new right, the euphemization of hatred, the stress on difference, the stress on the right to an identity. Identity politics is very difficult to fight in the streets, but really, if you've got a really good press, if your organization is alerting people, and I think this is why this sort of event is important. This is why Friedrich is great. He wants to fight fascism and extremism and racism, but he recognizes the importance of ideas and experts and debate as part of that struggle. So the manifestations or demonstrations in the streets should be informed by a sophisticated understanding of the enemy. And the enemy is an emotive word, but I see the enemy of liberal democracy, not just in fascists, but in a whole load of people, like the new right and metapolitical fascists and people who are talking all the time about identity, people who talk about the dangers of multiculturalism. They may not be fascists, but they are extremely dangerous. And I think they have to be fought appropriately. Thank you, Roger. By exposing their radical agenda. Thank you. Thank you. Ich gehe gleich mit der nächsten Frage weiter. Jan Rabe. Ich analysiere seit 20 Jahren den Bereich extrem rechter Musikkulturen. Ich würde durch die Digitalisierung eher von einem massiven Verlust an Qualität, zum Beispiel des Moments der Vergemeinschaftung, sprechen. Der Verlust von zentralen Akteuren im digitalen Bereich, welche zuvor strategisch geplante Nachrichten und Berichte publizierten, führte eher zu einer Verbreiterung, aber nicht zu einer Formierung. Wie sind eure Beobachtungen in diesem Bereich? Ja, ich glaube, Jan spricht da was ganz Klassisches an, was wir im Buch auch aufnehmen, weil es nämlich gewisse Dynamiken gerade in sozialen Medien halt eben schwer kontrollierbar sind von klassischen rechtsextremen Gruppen, aber eben auch Subkulturen. Dass sich da über soziale Medien ganz neue Formen der Vergemeinschaftung auch herausbilden, die sich dann teilweise aber eben über die Praxis eben bilden. Also beispielsweise übers Posten, übers Liken, Sharen, über die Teilnahme in gewissen digitalen Kampagnen auch. Und also das ist nicht im Zentrum unserer Betrachtung, eben also die verschiedenen gewaltbereiten Subkulturen des Rechtsextremismus auch, weil die gab es und würde es immer auch weitergeben. Ich glaube, da ist Jan auch viel besser aufgestellt als wir. Ich glaube, was das Interessante, glaube ich, ist, dass in gewisser Art und Weise so, sagen wir mal, gewisse Selfmade-Aktivisten, die darüber, also gerade eben übers Internet erst überhaupt bekannt werden, eine größere Reichweite teilweise haben als die klassischen Subkulturen. Dass damit eben auch im Endeffekt so ein bisschen Rekrutierungspotenzial verloren geht für damals klassische, was ich jetzt verstehe als Qualitätsverlust ein bisschen auch. Dass viele Menschen sich irgendwie entweder ja, als eigene Influencer aufstellen oder eben anderen Gruppierungen anschließen, die aus, sagen wir mal, eher stärkeren Mischszenen kommen und vielleicht gar nicht so sehr diese klassische rechtsextreme neonazistische Grundausrichtung. Dankeschön. Also, Dankeschön. Die nächste Frage kommt von Tore. Danke euch. Gerade im Hinblick auf die vielen rechten terroristischen Angriffe und Morde der letzten Jahre denke ich über die Rolle der faschistischen männlichen Subjektivität nach. Also eine Frage an alle. Ist sie fundamental für den Faschismus oder nur ein Symptom? Wie sieht es da im Hinblick auf den digitalen Faschismus aus? Und welchen Raum sollten wir den psychoanalytisch inspirierten Faschismustheorien zugestehen? Mit viele Fragen auf einmal. Can I just start that one? Yeah, bitte. I would be very wary, I would be very suspicious of
theories of fascism that try to reduce them to excessive male chauvinism or masculinity, because excessive masculinity plays a role in nearly all tyrannical forms of politics and violent behavior. Now, let us not forget that in the Nazi and Italian fascist regime, female support and the active participation of women was extremely important. So just as people tend to forget that they're also female terrorists. So we've got to be very careful about gender stereotypes. But it is absolutely true that fascism tends, like other forms of violent revolutionary politics, to extol, to praise ideas of strength and heroism and violence and sacrifice, which and they create a sort of, and they also are very keen on recreating the mythical gap between genders, so that women tend to be put back in their so-called traditional roles, and men tend to be seen as active and warriors, and women tend to be seen as childbearers, etc. Now, that is a great simplification, and it's got a lot more complicated with the modern digital world. But generally speaking, there is a cult of the masculine in fascism. And if you want an excellent, it's not perfect, but it's a brilliant two volumes, Männerfantasien is a fantastic book about this aspect of Nazism, and it has a lot of insights also about fascism. But the cult of the warrior male is not just specific to fascism, and it's not a definitional trait, but it is part of the field of symptoms which circulate the core obsession with strength and revolution and cleaning, purging, getting rid of that which is weak, that which is contaminating, that which is seen as parasitic. So it's part of it, but we've got to be careful. Thank you, Roger. Ich würde noch an Mike und Holger kurz das Wort geben, wenn sie das vielleicht im digitalen Kontext erklären wollen. Das ist ja eigentlich nochmal ein ganz eigener Komplex, den man unter so vielen Gesichtspunkten betrachten kann, ne? wie rechtsextreme Dynamiken, faschistische Dynamiken mit Konzepten von Männlichkeit zu tun haben oder überhaupt mit Geschlechterfragen ganz generell. Also da poppen bei mir ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte aufhalb. So einer ist natürlich auch definitiv so, dass gerade dieses Hauptnarrativ der extremen Rechten, was sich in den letzten 10 oder 5 Jahren sehr stark als Erfolgsrezept der extremen Rechten gezeigt hat, ne? Also diese Idee vom Bevölkerungsaustausch und vom Volkstod, dass die sich natürlich sehr gut auch mit einem Hass gegen den Feminismus halt irgendwie auch verbinden lässt, ne? So, weil natürlich so der Feminismus halt auch die klassischen Geschlechterrollen in Frage gestellt hat und damit auch das Reproduktionsmodell der Gesellschaft, wie wir es halt vor Jahrzehnten halt noch kannten, und natürlich dann in dieser Competition, die ja viele Rechtsextreme wahrnehmen, ne, zwischen den Kulturen im Reproduktionswettbewerb, ne, so dass man da natürlich zum Beispiel auch den Feminismus für verantwortlich macht, ne? Also beim Attentäter von Halle hat man zum Beispiel diese Logik ja sehr stark gesehen, ne? Diese Verknüpfungen. Aber um einen Aspekt noch zu nennen, der vielleicht auch unterbeleuchtet ist, ist zum Beispiel auch diese Frage von Online-Aktivismus, der da sehr exzessiv in der extremen Rechten betrieben wird. Also es fehlen dazu eigentlich noch so natürlich die empirischen Untersuchungen. Das ist natürlich auch schwierig anzugehen, ne? Da zu gucken, wie setzt sich das dann eigentlich auch geschlechtlich zusammen, dieser digitale Faschismus, der sich ja auch durch einen exzessiven Online-Aktivismus auszeichnet. Und meine Vermutung wäre natürlich auch so, dass da natürlich auch überproportional viel Männer auch dran beteiligt sind, halt so, weil, wie soll man sagen, auch diesen exzessiven Online-Aktivismus, für den muss man natürlich auch die Zeit haben. Und es ist eine statistische Realität unserer Gesellschaft, dass Frauen nach wie vor einen größeren Anteil an Produktions- und Reproduktionsarbeit zusammengenommen übernehmen, ne? Und logischerweise damit halt irgendwie auch im Durchschnitt halt die Ressourcen für politischen Aktivismus fehlen. Und mich zumindest würde das nicht verwundern, wenn da halt irgendwie auch im rechtsextremen Online-Aktivismus auch gerade deswegen halt da auch noch eine gewisse Differenz geschlechtlich auch festzustellen ist. Aber das nur mal so als Nebenbemerkung. Vielen Dank. Gibt es noch eine letzte Frage und dann würde ich
vielleicht noch eine ganz kurze Schlussrunde machen. Matthias Wörschnig fragt an Roger Griffin, ob er das richtig verstanden hat. The virtualization of fascism indicates his growing weakness. Also ist die Virtualisierung des Faschismus ein Zeichen seiner zunehmenden Schwäche? Schwäche, ja. Yeah. Well, you put your finger on an enormous paradox of post-war fascism. Interwar fascism let's look at the facts. Fascism only formed a regime in Italy and Germany, though you can count the Croatian Ustasha state as well. But everywhere it failed. It failed to break through, it failed to take over. But it was a real political and paramilitary force in the interwar period. And in 1932, the SA had 500,000 members, for example. Now, in terms of sheer numbers of active militant membership, post-war fascism is a total marginalized failure in terms of street politics and filling up. There was a wonderful example of this in Britain. A couple of racists formed a new party called Britain First. And when they put out a manifesto online, it got about 500,000 likes. So they called a meeting, a rally, in a big car park near their town, and they got 33 people who turned up, and there were far more protesters and police than the people who turned up. So on a virtual level, they thought they had the beginning of a mass movement, but it was the virtual mass movement. So if I would say that most real fascists, because I think there are a lot of fantasy fascists, really would like to mobilize the masses. If you look at the motivation of some terrorist attacks, like let's take Anders Breivik, he really had this fantasy that by killing these cultural Marxists on an island and blowing up a government building, it would signal to millions of Norwegians that their country was being culturally invaded. And it would be the beginning of a European war of liberation. Well, that is total fantasy. What the actual Norwegians did was fill a beautiful square with flowers and show solidarity with the Muslim community. So there is a massive gap between the fantasy life of fascists and the reality. And what I was arguing is the paradox that even though fascism has diversified and it has created lots of new channels of communication, and it's euphemized itself with the Neue Rechte, who write really clever speeches talking about identity, in terms of real physical political power, it is impotent. It is impotent to change the course of history. I'm far, far more worried about populism, because it could actually change liberal democracy into democracy, and like you get in, say, Putin's Russia. And I think that's a far greater danger, because when you have whatever you think of Trump, despite 4 years of farce, dangerous farce, he's still got half the vote of the American electorate. Now that for me is more dangerous than an alt-right demonstration in Charlottesville, even if they killed one person. Most of the alt-right is digital and virtual and pathetic. So thank you for the question. The apparent strength of modern fascism is largely that it's unscheinend and it's not real. Thank you, Roger. Wir kommen jetzt. Can I just ask if Mike and Holger would agree with that analysis briefly? I mean, from your book, do you think that fascism is a dangerous real force? I think in the way that we describe it, yes. Even though we try to underline that, I mean, in digital fascism, it's especially like a quite active minority that is acting there, and in a way like simulating a mass movement virtually. Of course, this is dependent in a way like how media and how also like counter activists really take this and move it maybe to another level. And I think this is the big problem that we see, and that we also see like in the problem of resisting digital fascism, in a way that every kind of
resistance online, and this was another question that came up here before. Any kind of counteraction in digital context is just pushing like the algorithms and the reach and also the attention of far-right narratives, of far-right figures, and also of fascist dynamics. And this is something like, maybe it's also like a final word from my side, that kind of digital anti-fascism has to anticipate, like in how far they are going. I mean, it's playing the game of the digital fascists, or how far we can create own platforms, create own spaces where we can get rid of fascist influence. Vielleicht darf ich kurz einhaken und vielleicht kannst du das nur noch in zwei Sätzen nochmal auf Deutsch sagen, damit wir die Zuschauerinnen nicht verlieren. Ja, auch wenn es eine sehr anregend ist, euch zuzuhören, aber vielleicht kannst du wirklich in zwei Sätzen nochmal deinen Punkt auf Deutsch kurz sagen. Ja, tut mir leid. Genau. Ich wollte nur mal sagen, also weil die Frage aufkam, auch in der Frage, wie man auf diesen digitalen Faschismus reagieren kann als Antifaschisten im Endeffekt. Und ich glaube, die ursprünglichen Ideen, also give them no platform, give them keine Plattform, das funktioniert so nicht, weil sie haben viele Plattformen online, sie sind sichtbar. Und die Frage ist, glaube ich, eher, wie kriegt man einerseits das hin, diese Einflüsse einzugrenzen, ohne ihnen dabei gleichzeitig eben noch, sagen wir mal, in die Hände zu spielen, indem man die Algorithmen hochtreibt, über Gegenrede beispielsweise, darüber, dass man ihre eigenen Inhalte, auch wenn es noch so distanziert ist, weiterverbreitet und im Endeffekt, ja, wie man, weil das ist ja eine unserer Lösungen, die wir eben anbieten, dass man die Plattform, die halt rechtsextrem halt quasi der Bühne bieten, diese Strukturen zu politisieren und dort anzupacken. Vielen, vielen Dank. Jetzt komme ich auch schon zur Schlussrunde und für diese Schlussrunde habe ich tatsächlich eine Frage an jeden von euch, aber ihr dürft nur einen einzigen Satz dazu sagen und diesmal stelle ich euch sicher auf stumm. Und die Frage ist, passend zu euren Büchern, die ich hiermit nochmal bitte in die Kamera halte, hilft es, Bücher zu lesen oder zu schreiben, hilft das gegen den faschistischen, autoritären, illiberalen, rechtspopulistischen, rechtsextremen, wie auch immer, Zeitgeist? Holger, magst du anfangen? Me? No? Okay. The far right, especially if we include the religious right, is a hydra. It's a multi-headed monster. Now, if you have a sword of humanism and love, it's no use just threshing around. You have to identify the nature of each head and use appropriate energy to hack off the head. What I'd like to think is that our books will help people fight fascism, but meanwhile, there are other people fighting other heads of the beast. Thank you. We can't kill the monster, but we can chop heads off. Thank you. Holger, bitteschön. Ja, also generell eine unserer Botschaften ist ja, dass man die Leuchtkraft seiner eigenen Argumente nicht überschätzen sollte, ne, weil was man selbst als überzeugend empfindet, das wird ja, empfindet die Gegenseite einfach nur als abstoßend oder als Beleg ihrer Haltung. Und ich würde sagen, auch unser Buch muss man auch so lesen wie, ja, also muss auch einer gewissen Präferenz, glaube ich, entsprechen. Also vielleicht haben wir das Kunstwerk ja vollbracht, dass wir halt irgendwie auch Leute in ihren Confirmation Bias halt irgendwie ein bisschen durchbrechen. Aber ich glaube trotzdem, dass die meisten Leute aus dem Buch nur das lesen, auch was sie lesen wollen, weil diese Blasenfunktion und Confirmation Bias und so weiter existiert nicht nur auf der rechten Seite. Gut, ich breche dich hiermit ab. Ein langer Satz. Martin? Ja, ich würde sagen, man hat schon die Hoffnung, dass man durch das Erklären von rechtsgerichteten Phänomenen vielleicht auch einen minimalen kleinen Teil dazu beitragen kann, das auf irgendeine Art und Weise besser bekämpfen zu können, sei es auf der Straße, sei es in der Wissenschaft, sei es in der Kultur. Jede Person dort, wo sie ihre Stärken hat. Dankeschön. Und Mike, bitte.
Also mir hat es geholfen, das Buch zu schreiben, einige Sachen selber klarzukommen. Und deswegen hoffe ich, dass es einigen auch hilft, gewisse Sachen, die vielleicht rumschwirren, so zu lesen, auf den Punkt gebracht, dass das auch die eigenen Gedanken eben anregt. Vielen, vielen Dank. Ich möchte euch die Bücher nochmal ins Herz legen. Und ich habe sie gelesen und ich kann euch bestätigen, dort ist ganz viel ausformuliert, sehr schön. Was man sich vielleicht nur so ganz im Hinterkopf gedacht hat. Und hier drinnen findet man tatsächlich quasi die geistige Munition, wenn man so martialisch sagen will, um tatsächlich Faschismus benennen zu können und damit auch in weiterer Folge dagegen vorzugehen. Vielen, vielen Dank für die Bücher. Vielen Dank fürs Dasein.